Was haben der 55-jährige Taxifahrer Dieter Rieblinger und der 30 Jahre jüngere Soziologiestudent Robin Tech gemeinsam? Beide nutzen das neue und in Europa einzigartige Online-Lernangebot OpenHPI. Datenbanken sind ein Hobby von mir. Ich habe früher sehr viel damit gearbeitet. Dann hat meine Freundin erzählt, da gibt es irgendwas, habe ich gelesen. Dann habe ich mir das angeschaut, habe gesehen, man kann sich wunderbar jetzt halt leicht halt einloggen. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Automobilbereich ein paar Projekte. Da kommen so grundsätzliche Sachen für einen IT-Menschen. Und jetzt sitze ich halt nicht mehr da und denke mir so, okay, das sollte ich wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber ich habe keine Ahnung. Und denke mir jetzt so, ah ja, genau, na klar, so Parallel Data Processing zum Beispiel, weiß ich, was das ist. Seit September 2012 hat das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam seine Lerntore virtuell geöffnet. Kostenfrei und für jedermann. Wir bieten ja hier unseren 450 Studenten vor Ort einen vollständigen Studiengang im IT Systems Engineering an. Also eine große Lehrkompetenz, Lehrerfahrung. Wir bieten Vorlesungen, Seminare, Übungen. Und da war die Idee, ob man das nicht einem viel breiteren Interessentenkreis zugutekommen lassen kann, indem wir das Internet nutzen. Der Institutsstifter selbst fand die Inspiration für das Bildungsportal in den USA und überträgt mit OpenHPI die Idee eines kostenfreien Lernens für alle konsequent in die virtuelle Welt. I believe this is a new way for disseminating knowledge. That people all over the world can have access to that is a privilege for us. Die hohen Anmeldezahlen bereits kurz nach dem Start belegen die Nachfrage. Mehr als 15.000 Teilnehmer aus über 90 Ländern haben sich bereits in den ersten Tagen eingeschrieben. Neben Studenten und Schülern vor allem auch zahlreiche Berufstätige. Ich finde das Angebot sehr gut, weil ich das Lerntempo nach meinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Man kann immer mal wieder reinschauen. Und zu Hause bin ich dann oft 2-3 Stunden dran. Immer montags stehen im virtuellen Kursraum alle Lehrmaterialien für die laufende Woche zum Download bereit. Vorlesungsvideos, Fachtexte, interaktive Übungen. Eigenes Material muss hier keiner mehr besorgen. Ein OpenHPI-Kurs bringt 6 Lernwochen zu einem ausgewählten IT-Thema mit. Der Weg von Woche zu Woche führt dabei immer wieder über Prüfungen und Hausaufgaben, die den Lernstatus bestätigen. Am Ende darf dann jeder erfolgreiche Teilnehmer sein ganz persönliches OpenHPI-Zertifikat in den Händen halten. Die Zusammenstellung der Inhalte und die fachliche Betreuung der Teilnehmer übernimmt das Team des jeweiligen HPI-Lehrstuhls. Eine hohe Verantwortung für die Potsdamer IT-Experten. Regelmäßig müssen die angebotenen Lerneinheiten auf ihre Verständlichkeit hin überprüft und neues ergänzendes Material erstellt werden. Die größte Herausforderung? Lehrstoff, der für Masterstudenten konzipiert wurde, muss nun auch für Teilnehmer ganz ohne Vorkenntnisse verständlich sein. Eines der Hauptprinzipien hier bei OpenHPI ist, dass wir nicht nur das Material online stellen, das machen wir schon lange. Also unter Teletask kann man ganz viele Vorlesungen vom HPI schon abrufen. Aber dass wir diese Masse an Personen lenken und bieten auch ein Diskussionsforum an. Und dann entsteht es eben doch so eine Gruppendynamik, dass die Gruppe eben über die Themen, die in dieser Woche anstehen, diskutiert. Die brennendsten Fragen der Kursteilnehmer beantwortet das HPI-Team dann am Ende jeder Lehrwoche in einer Videonachricht. OpenHPI zeigt Gesicht, im wahrsten Sinne. Hello, welcome, dear students. This is our second episode of our weekly feedback video. Über die Kommunikation mit den Nutzer soll OpenHPI nicht nur inhaltlich wachsen. Auch auf der technischen Seite gilt für das neuartige Lehrportal die Devise Open. Ein eigens zusammengestelltes HPI-Programmiererteam kann Wünsche von Usern in kürzester Zeit in die Plattform einbauen und auf den Bildschirm bringen. So wurden bereits in den ersten Online-Wochen schon einige neue Features umgesetzt. Ja, ein ganz konkreter Wunsch der Teilnehmer, der uns dann von den Kursleitern mitgeteilt wurde, ist, dass sehr oft der Wunsch entsteht, eine konkrete Person, die auffällt durch eine interessante Stellungnahme, die auch ganz direkt anzusprechen. Inzwischen ist die Funktion implementiert und so kann sich nun auch Dieter Rieblinger kinderleicht mit den Mitlernern direkt austauschen. So wie mit Robin, den die soziale Komponente von OpenHPI nicht nur wegen des inhaltlichen Austausches überzeugt.
In der Diskussion sieht er auch eine Motivationssteigerung. Man merkt schon, also da sind dann sehr viele ehrgeizige Menschen dabei, und wenn man sich mit denen unterhält, dann ja, reizt das auch nochmal ein bisschen den eigenen Ehrgeiz natürlich. Ganz bewusst verknüpft OpenHPI die lernenden Teilnehmer und erzeugt so ein Stück reales Seminarfeeling. Ich glaube, dass gerade diese sozialen Funktionalitäten, Diskussionsforen bilden zu können, virtuelle Lerngruppen einzurichten, dass die dem E-Learning zum Durchbruch verhelfen können. Denn in der traditionellen Welt sind das die Formen, die wir über Jahrhunderte erprobt haben. Regelmäßig kommen neue Kurse aus dem virtuellen HPI-Hörsaal und bringen aktuelle Themen der IT-Welt mit. Der nächste Kurs, der kommt, habe ich ja gesehen, ist der über TCP/IP, und da tut sich ja in letzter Zeit auch einiges. Robin hat sich so schon seine Teilnahme im nächsten Kurs gesichert. Doch Plätze gibt es genug für jeden, der gerne mitlernen möchte. Denn überfüllte Hörsäle, die wird es bei OpenHPI definitiv nie geben.